Als nächstes verwenden wir das Zusatzmodul Stahl EC3 für die Bemessung nach Eurocode 3. In dem Modul stehen verschiedene nationale Anhänge zur Verfügung. Wir wählen den vorläufigen deutschen nationalen Anhang. Die Bemessung für die Tragfähigkeit erfolgt mit der LK1. Wir deaktivieren die Stabsätze und bemessen zunächst mal alle Stäbe. Im Zustand der Gebrauchstauglichkeit verwenden wir die LK2 für quasi ständige Bemessungskombinationen. In den nächsten Tabellen kann auf Materialien und Querschnitte nochmal eingegangen werden. Diese können zum Beispiel zum Zwecke der Bemessung geändert werden. In der Tabelle seitliche Zwischenauflager können Sie diskrete Stützungen entlang eines Stabes vornehmen, ohne dass dieser geteilt werden muss bzw. diese Stützung im Modell auch vorhanden oder modelliert sein muss. Dieses hat Einfluss auf die Knicklängen bzw. auf die Ermittlung der kritischen Biggedrill-Knickmomente. In der Tabelle effektive Längen können Sie die effektiven Längen einstellen. Nach Eurocode 3 ist es aber bei Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung mit Berücksichtigung von Imperfektionen möglich, mit Knicklänge gleich Stablänge zu rechnen. Für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis wählen wir eine Stabliste bestehend aus linear aneinander anschließenden Stäben, zum Beispiel hier in der Mitte der Ebene 2 einen Querträger an und das Programm weiß dann automatisch, dass die Bezugslänge für die Durchbiegung nicht die einzelne Stablänge ist, sondern die Gesamtlänge der aneinander anschließenden Stäbe. In den Gebrauchstauglichkeitsparametern kann Verschiedenes eingestellt werden, zum Beispiel ob die Stabilität berücksichtigt werden soll, beziehungsweise ist es auch möglich, die Durchbiegungen auf entweder das verschobene Stabsystem oder auf ein unverschobenes Stabsystem zu beziehen. In den nationalen Anhängen können die Länder einzelne Parameter selbst festlegen. Das ist im Programm entsprechend so wiedergegeben und die verfügbaren Parameter sind in einem eigenen Bereich einstellbar und auch abspeicherbar. Hier finden Sie zum Beispiel auch die Begrenzung der Durchbiegungen. Nur nebenbei gesagt, mit Stahl EC3 kann man auch nicht rostenden Stahl bemessen. Wir starten die Berechnung und für alle Lastfallgruppen, die in dieser Kombination enthalten sind, werden die entsprechenden Nachweise geführt. Man muss sich um nichts kümmern, das Programm rechnet sämtliche Biggedrill-Knickmomente und Beiwerte automatisch aus. In der ersten Ergebnistabelle erhält man einen Überblick über die maßgebenden Nachweise und maximalen Ausnutzungsgrade für jeden Lastfall. Somit können sehr schnell die maßgebenden Lastfälle auch identifiziert werden. In der oberen Tabelle werden immer nur die Ergebnisse und die zugehörigen Stellen der Norm dargestellt. In der unteren Tabelle sehen Sie immer sämtliche Zwischenwerte detailliert aufgeführt. Die Nachweise können auch querschnittsweise dargestellt werden, also Querschnitt für Querschnitt nacheinander wird aufgelistet und die Stäbe entsprechend dann entsprechend des maßgebenden Nachweises aufgeführt. Wenn Sie oben in die Tabelle klicken, sehen Sie unten sofort die zugehörigen Zwischenwerte, die zu diesem Nachweis entsprechend passen. Hier zum Beispiel der Momentenbeiwert C1 bzw. das ideale Trippbiggedrill-Knickmoment. Die Stäbe, die gerade
tabellarisch dargestellt werden, werden im Hintergrund auch in der Grafik entsprechend selektiert, sodass Sie auch sofort wissen, wo sich dieser Stab befindet. Sie können auch filtern und nur die Lastfälle anzeigen, die Ausnutzungen Größe 1 zum Beispiel haben. Und man sieht sofort dort, wo die Stelle des ungünstigsten oder des schlechtesten Nachweises sich befindet. Es muss jetzt etwas an den Querschnitten gemacht werden, damit die Nachweise, hier in dem Fall maßgebend Biegedrillknicken und Biegung, also Stabilitätsnachweise, damit die Nachweise erfüllt sind. Und im nächsten Schritt werden daher entsprechende Einstellungen vorgenommen, um Ihnen zu zeigen, wie mit dem Modul entsprechend optimiert werden kann, sodass also ein wirtschaftlicher Nachweis erfolgen kann. Es könnten natürlich hier auch wieder Querschnitte optimiert werden. Das haben wir in dem Modul Stahl vorher schon gesehen. Sie sehen, die Nachweise sind ähnlich oder die Ausnutzungsgrade sind ähnlich. Im nächsten Schritt soll bei diesen Zwischenträgern, die also hier mit ungefähr 1,31% überschritten waren, an ein paar Stäben, die durchaus signifikant für alle anderen Stäbe angesehen werden können, ein Zwischenauflager eingeführt werden. Dieses Zwischenauflager hat Einfluss auf dieses kritische Biegedrillknickmoment bzw. auf die Knicklängen und wird dann entsprechend einen günstigeren Nachweis führen. Wir picken dazu einfach diese Stäbe aus der Grafik aus, die wir mit diesem Zwischenauflager versehen wollen und starten dann die Berechnung entsprechend neu. Die effektiven Längen werden durch dieses Zwischenauflager auch beeinflusst und entsprechend automatisch angepasst. Es werden die Stäbe wieder alle neu berechnet. Und das Ergebnis wird dann wieder wie vorher auch in den entsprechenden Ergebnistabellen dokumentiert. Es sind noch einige Stäbe, die überschritten sind. Wir haben ja nur zwei entsprechend mit dem Zwischenauflager versehen. Und es ist auch möglich, das Ganze grafisch zu visualisieren. Wir zeigen uns die Grafik an und lassen die Querschnitte eben wieder farbig nach Ausnutzung einfärben. Und wir sehen ganz deutlich, dass an den beiden Stäben mit den seitlichen Zwischenauflagern die Farbe gelb ist und nicht rot und die entsprechenden Nachweise entsprechend erfüllt wurden. Interessant ist auch, dass im Bereich der Stützen hier der maximale Nachweis jetzt nicht mehr 1,01 ist, sondern unter 1,0 liegt. Lediglich die Zwischenträger sind noch überschritten. Man müsste jetzt entweder alle diese Zwischenträger seitlich lagern, beziehungsweise natürlich wäre es denkbar, die ganze Sache auch so zu lösen, dass größere Querschnitte verwendet werden. Sie sehen hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten der grafischen Darstellung. Man kann das ganze Profil einfärben oder nur die Stäbe einfärben. Sie können mit Ausschnitten arbeiten, Sie können Werte sich anzeigen lassen und entsprechend Ihren Wünschen das Bild anpassen und dann entsprechend auch drucken. Der Ausdruck ist das nächste Thema dieser Videovorführung und es geht jetzt darum, ein Bemessungsergebnis zu dokumentieren.